was macht Sinn, welche Produkte sind sinnvoll, welche Produkte sind nicht sinnvoll. Grundsätzlich, wenn ich zwei Berater frage, komme ich 5 Meinungen über, ist meine Erfahrung. Insofern dort so ein wirklich eine eigene Meinung in dem Sinn zu machen, durch Information letztlich, ist eigentlich mein Hauptanliegen grundsätzlich. Okay. Also zuerst muss ich sagen, alles, was das Wort Produkt drin hat, ist nicht gut. Okay. Weil du sparst ja sehr langfristig. Also du willst eigentlich nicht, dass in dieser Zeit jemand, der ein Produkt verpackt hat, auch noch eine Rendite wegnimmt von dir. Und du musst dir überlegen, wenn du sehr langfristig anleihst, oder wie kannst du möglichst viel von der Rendite selber bekommen. Grundsätzlich von den Arten, von den Sparmöglichkeiten, die du hast. Oder das fängt ja an mit Geld, das aus deinem Geschäft rauskommt. Das Geld kannst du an verschiedenen Orten tun, wobei da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Es gibt mal einerseits eine Bank, die gibt dir ein Bankkonto, wo du einen Zins bekommst. Das kennst du schon. Das Problem ist dort, der Zins ist immer schon extrem tief gewesen und du musst eigentlich höhere Renditen suchen. Weil wenn du 30 Jahre sparst, also in 60 Jahren willst du in den Ruhestand gehen, in 30 Jahren, mit 60 willst du in den Ruhestand gehen, mit 65 willst du in den Ruhestand gehen, dann nachher ist die Rendite, die du bekommen hast, auf dem, was du gespart hast, viel, viel grösser als das, was du eingezahlt hast. Auch wenn du nur schon einen kleinen Zins hast. Darum, ein Bankkonto ist nicht der richtige Ort für eine langfristige Anlage. Das ist der richtige Ort, wenn du das Geld sofort brauchst. Also alles, was du dieses Jahr brauchst, solltest du auf einem Bankkonto haben. Das, was du kannst sagen, brauche ich früher oder später, wie zum Beispiel für einen Hauskauf oder einen Autokauf, wo du kannst sagen, ja, da kann ich noch ein halbes Jahr warten, das Geld solltest du anlegen. Oder? Das ist mal ganz ein wichtiger Punkt.